Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge haben wir den Juwelier ausgeraubt und wir sind sogar damit davon gekommen. Und jetzt sind halt alle erstmal so ein bisschen getrennte Wege gegangen, weil die ja jetzt sicherlich auch nach einer Crew suchen werden. Und ja, für die heutige Folge dachte ich mir, machen wir mal das letzte Straßenrennen, was wir noch machen müssen. Ich glaube, wir haben jetzt sogar eine Nachricht bekommen. Ich guck mal hier die SMS. Ich glaube, ja, genau, von Hao. Mal gucken, was er so schreibt. Er schreibt, Autos sind für Weicheier. Motorradrennen bei den Kanälen von Vespucci heute Abend. Okay. Wir können auch zu Michael. Das werden wir auch noch machen, denke ich mal. Er sagte ja nach dem Überfall, dass wenn das alles vorbei ist und so weiter und so fort, dann wird erstmal gefeiert bei Michael. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber ich möchte vorher erstmal das Rennen machen, dass wir das erstmal abgeschlossen haben. Da haben wir alle Straßenrennen soweit fertig. Es gibt, denke ich mal, noch mehr Rennen, aber diese Art von Rennen, diesen Renntyp haben wir dann, wenn ich der Checkliste Glauben schenken sollte, dann haben wir da dann alle abgeschlossen. Aber jetzt geht's erstmal zu Franklin. Mir wurde irgendwie geschrieben, ich soll über das Interaktionsmenü hier, genau, eher so markieren. So, mach mal Unterschlupf. Und dann kommt direkt... Ah, okay, danke für den Tipp auf jeden Fall. Das ist immer sehr hilfreich, sowas. Dann nutze ich jetzt das Interaktionsmenü. Das geht ja auch irgendwie, sieht man ja auch schneller. Werde ich das in Zukunft immer so machen. Wobei es auch nicht... Ich finde es auch nicht schlimm, hier über die Karte zu gehen, weil hier hast du ja auch deine ganzen Sachen. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da einfach noch so ein Oldschool-Spieler, der dann halt auf die Karte guckt und nicht so ein Interaktionsmenü nutzt. Aber... Es ist auf jeden Fall praktisch, das kann man sagen, definitiv. So, außer weg, da, ich habe einiges vor in der Folge und deswegen, ich kann keine Zeit verlieren, Leute. Ich kann nicht so gerne so rumbummeln wie ihr. Also, ich habe hier ganz viel zu tun und so. So. Da sagt, Autos sind für Weicheier, heißt das, wir nehmen erstmal die Waffe weg. Franklin, sei mal nicht so aggressiv hier zum Start der Folge. Du hast gerade was ausgeraubt, das war gut. Aber jetzt entspann dich mal wieder, Junge. Entspann dich. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen pennen. Und dann, wenn wir das Bike mitnehmen, das habe ich ja schon irgendwie mal aufgeschnappt irgendwo, dass das ein Bike-Rennen wird. Und dann... Oh nein, nicht auf die Toilette. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte hier wirklich jetzt erstmal schlafen gehen. Franklin? Ich will noch nicht ins Bett. Doch, du musst jetzt, Franklin. Das ist jetzt sehr spät. Es ist 8 Uhr morgens. Du musst langsam mal wieder schlafen gehen. Ja, es ist... So. Schön mit Klamotten pennen und mit Schuhen. Scheiß drauf. Einfach scheiß drauf. So, jetzt kann ich hier... Muss ich langsam anfangen, die alten Spielstände zu überschreiben. Das ist ein bisschen nervig, aber... Ja, was soll man machen? Ich habe jetzt schon 15 Plätze belegt. Mehr geht scheinbar nicht. Um 17 Uhr. Heißt noch einmal schlafen gehen und dann können wir das Rennen machen. Und dann werden wir natürlich auch noch so ein bisschen feiern. Wir können auch noch andere Sachen machen. Wir haben noch so viele Sachen vor. Wir haben jetzt gerade 21%. Das habe ich schon mal abgecheckt. 21% haben wir. Und ich kann euch das ja einmal zeigen. Ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, euch das auch einmal so zu zeigen. Hin und wieder. Oder hin und wieder mal zu zeigen, wie wir gerade dastehen. Ich auf Checkliste gehe. 21%. 13 Missionen. Wir haben noch gar nicht so viel Hauptmissionen gemacht, ne? Aber ich wollte halt auch erstmal so... Wir haben sehr viele Nebenmissionen in diesem Spiel, das habe ich festgestellt. Und deswegen müssen wir die auch irgendwann mal machen, so. Deswegen kann es auch mal sein, dass mal ein paar mehr Nebenmissionen kommen. Aber ich fand die bis jetzt eigentlich alle cool. Also gut, das mit dem Abschleppen war vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen öde nach einer Zeit, weil es ja immer das Gleiche war. Aber ich meine, die anderen Missionen waren doch alle lustig. Hier Graswurzeln war doch auch ziemlich witzig mit den Aliens und so. Müssen wir übrigens nochmal machen mit... Mit wem habe ich das eigentlich gemacht? Ich glaube, ich habe das mit Michael gemacht, ne? Müssen wir das später auch noch mit den beiden anderen Charakteren machen. Was ist da eigentlich? Ach, neue Waffen. Karabiner und Tränengas. Das ist natürlich nett, aber... Wir wollen jetzt erstmal ein Rennen bestreiten. Und zwar da. Wie geht... Wenn ich das jetzt über das Interaktionsmenü mache... Unterschlupf. Aber wie kann ich jetzt das auswählen? Das Rennen? Kann ich das gar nicht, oder? Hilfe. Hilfe!
Okay. Scheinbar nicht. Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht schlimm. Sonst markiere ich halt so, das geht ja auch mega schnell. Also. Oh yeah. So, dann lass uns doch mal ein Rennen bestreiten. Oh! Ein Zufallsereignis. Ach Mensch. Das fängt ja wieder gut an. Den hatten wir aber schon. Den kenne ich. Ich brauche den jetzt auch nicht unbedingt ausrauben. Ich gehe davon aus, dass wir den schon hatten. Ich will jetzt wirklich das Rennen machen. Also, ich weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, man kann die Geldtransporter immer wieder überfallen. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass ich einen schon mal doppelt ausgeraubt habe. Das habe ich nämlich in der Checkliste gesehen. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur einen ausgeraubt. Und dann hatte ich immer noch einen, nur einen ausgeraubt. Also, war das dann ja wirklich ein und derselbe. Also ein und dasselbe Zufallsereignis. Aber gut, wir müssen ein Rennen gewinnen. Ich hoffe, das Bike ist schnell genug dafür. Ich meine, das ist jetzt... Ich weiß nicht, sollen wir das Bike nehmen? Ich nehme lieber das. Tut mir leid, aber... Das ist gerade echt... praktisch, dass du da warst. Lass uns doch mal mit dem... Ich vertraue meinem... Es heißt jetzt nicht, dass ich meinem Bike nicht vertraue, aber... ich weiß nicht. Yo. Oh yeah, jetzt geht's ab. Unser erstes Motorradrennen, Leute. Ich bin so aufgeregt, Mann. Geil. Geil, Alter, geil. Ja. Holy shit. Aber ich sollte die Fähigkeit nutzen mit dem Bike, weil runterfallen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Aber vielleicht... Ha. Okay. Ich habe die Finger auf der Slow-Mo-Taste. Das wird wahrscheinlich nötig sein. Das einfach mal jetzt. Aber wieso nicht? Ha! Super. Ah, mit Bike. Es ist natürlich ein anderes Fahrzeug. So ein Bike. Da kann man natürlich runterfallen. Ich muss aufpassen, dass das mir passiert. Was ist denn hier los, Alter? Hui. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Oh, ganz ruhig bleiben. Miau, miau, miau. Gerade so noch die Kurve gekriegt. Immer wieder Slow-Mo, Slow-Mo, Slow-Mo. Hätte ich während des Überfalls, während der Flucht auch machen können, habe ich nicht gemacht, weil ich weiß nicht. Ich kann es natürlich machen, aber. Ja, dann hören sich die Dialoge ja immer so komisch an, glaube ich. Und. Finde es eigentlich auch irgendwie cooler ohne, weil das halt echt schon ziemlich einfach ist, so mit der Slow-Mo-Taste, aber. Mein Gott, das ist halt seine Spezialfähigkeit. Ich denke mal, im späteren Verlauf des Spiels wird das halt auch wichtiger werden, die zu nutzen. Und auch die von den anderen Charakteren. Ich weiß gar nicht, was ist Michaels Fähigkeit eigentlich? Er hat ja auch eine. Glaube ich, oder? Juhu. Oh yeah. Das geht ja locker flockig von der Hand hier. Das Ding werden wir easy peasy gewinnen. Also, ich habe nichts gesagt, aber ich glaube, wir gewinnen das. Oh, wir gewinnen das! Glaube ich! Nicht! Ja. Steig nicht vom Bike ab, Mensch! Junge! Junge! Nein! Es war so klar! Nein! Okay, ich bin wieder da. Ja, jetzt kommt die Aufholjagd, Leute. Immer positiv denken. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Ja? Wir schaffen das. Sind im Ziel, oder? Nee, sind sie nicht. Wir schaffen das.
Irgendwo habe ich den Satz schon mal gehört. Das hat auch nicht ganz so gut geklappt. Ich weiß nur nicht, woher. Heiliges Scheiße! Leute? Nein, ich bin da nicht. Ich kann's vergessen. Mann, Scheiße! Au! Ja. Ja, ja, genau. Schüttel dir noch den Dreck von deiner Schulter. Ist alles in Ordnung, Mann. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier ein Rennen verlieren. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Das kann doch nicht wahr sein, weil ich da ins Wasser gefallen bin. Nee, naja, was soll's. Kann man nicht ändern. Kann ich das eigentlich hier neu starten, das Rennen? Sag mal. Aua! Ach, Mensch. Ja, genau. Mach dich aus dem Staub. Ist egal. Ha. Dann so viel zum First Try, zum sicheren First Try. Leider nicht. Die können mir doch nicht erzählen, dass die immer noch nicht im Ziel sind. Was ist denn das? Was ist denn los mit denen? Die fahren doch schon random irgendwo rum, oder? Die sind doch schon lange fertig. Das, ey, wir fahren ja eigentlich nur noch... Ist das traurig. Ja, die fahren schon irgendwo in der Gegend rum. Denken sich so, jupp. Sechster Platz. Woo! Sechster Sieger. Yay. Leute, wir sind sechster Sieger. Ist das nicht toll? Erneut versuchen. Diesmal wirklich. Och Mann, Leute. Wir werden auf jeden Fall noch zur Feier gehen. Aber jetzt, ja, das ist natürlich ein tolles Manöver von den zwei gewesen. Wow. Das war ein tolles Ausweichmanöver. Ich bin echt beeindruckt von eurer Fahrkunst. Das ist echt krass. Jetzt ein bisschen konzentrieren hier. Und nicht wieder ins Wasser fallen. Ich meine, so, es ging eigentlich noch. Es hätte schlimmer kommen können. Ich meine, ich kam da ja wirklich noch raus, aber... Das, wo ich dann am Checkpoint vorbeigefahren bin, das hat mir das Genick gebrochen. Und hier bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Verdammt. Das wird mir nicht nochmal passieren. Ja, okay, passt. Und hier können wir wieder... kann es auch ganz leicht passieren, dass man irgendwo hängen bleibt, ne? Das kann ganz leicht passieren, deswegen immer diese Fähigkeit nutzen, Contra. Immer diese Fähigkeit nutzen. So, da geht's rüber. Miau. Miau, miau. Miau. Ich hätte gerne so einen Miau-Sound, wenn ich immer ganz knapp an Autos vorbeifahren würde. Das wäre nice irgendwie. Miau. So, es ist irgendwie wie das erste Rennen. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus, aber dann, ja, kam es ja dann doch noch ganz anders. Ich werde alles tun, dass das jetzt nicht wieder passiert. Juhu! Ja! Ja, wir können ja ein bisschen fliegen, das ist ja okay. Schön um die Kurve. Das ist, glaube ich, die... Nee, das ist nicht die Stelle. Die kommt jetzt, glaube ich. Die nächste Kurve. Die nächste Kurve ist die Kurve, wo ich mir alles vermasselt habe. Die hier. Wie konnte mir das passieren? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber egal. Ich habe daraus gelernt und jetzt wird alles besser. Yay. 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 Hier nochmal aktivieren, weil hier ist immer ein bisschen gefährlich. Ja, passt. Okay. Sieht gut aus. Hier jetzt wieder. Hier nicht dran vorbeifahren. Jetzt ist es doch eigentlich ein Selbstläufer, oder? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Was kommt denn jetzt noch? Kommt denn jetzt noch? Nicht mehr viel. Ein bisschen geradeaus fahren. Und wenn ich jetzt vom... Es könnte natürlich jetzt alles vorbei sein, wenn ich vom Bike fliege. Das ist immer das Risiko. Deswegen sollte ich lieber die Fähigkeit... Ja. Komplett halt... zur Not halt komplett ausreizen.
Hauptsache, ich falle nicht noch vom Bike jetzt. Das ist schon wieder gefährlich, was ich hier mache. Das passt jetzt einmal hier. Nee, ich bleib jetzt auch im Slow-Mo. Das passt. Das passt. Könnte aber wehtun. Erster Platz. Und jetzt Enter drücken und nicht Leertaste. Und dann ist das Ding geritzt. Oh yeah. Das war nicht mein Bike, aber... war toll. Was stand da gerade? Was stand da gerade? Das war eine Sekunde eingeblendet. Eine Sekunde. War das das hier? Mit dem Social Club? Ich weiß nicht. Egal. So. Ihr habt mir geschrieben, ich sollte das lieber mit Michael machen. Die Mission bei Michael. Und nicht mit Franklin. Das hatten wir ja schon mal. Da war er noch irgendwie ein Dialog mit seiner Familie. Bevor... oh, how? Hey, how? What's going on? You're cleaning up every damn race. That's what's going on. You gonna let someone else win sometime? Shit, you keep pushing me to get involved? Yeah, I learned that one the hard way. But seriously, man, just wanted to say I'm impressed. I'll see you around. Sehr schön. Er ist beeindruckt. So, okay, dann wollen wir doch mal zu... ja, hier können wir mal die Stats sehen. Ach, Franklin kann echt gut schießen, ne? Schleichen ist hier aber Michaels Spezialfähigkeit dann wahrscheinlich, oder? Ausdauer ist auch gut. Ich glaube, wenn die maximal ist, machen wir einen Triathlon, oder? Ist das die beste Herangehensweise? Ich glaube schon, oder? Wir werden bestimmt eine Menge Ausdauer benötigen, gehe ich mal von aus. Okay, Michael. It's Michael time. Und wir sind zufälligerweise schon direkt vor seiner Bude. Das ist doch nett. Da sage ich doch nicht nein. Kann man denn hier? So, ist es das, oder? Das habe ich doch da auch schon gelesen. Irgendwelche SMS noch irgendwie? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir mal auf Franklin und dann wird gefeiert. Ja, wir gucken mal, vielleicht gibt es ja hier noch einen extra Dialog dafür, dass wir mit Michael hier starten. Wir schauen mal. Der dreht auf jeden Fall den Swag auf, der Michael, mit seiner Brille. Das kann man schon mal... oh, there you are. Hey. I feel like we haven't seen each other in forever. You want to have some dinner later? I'd love to, but... you know, yoga waits for no one. Another time. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Yeah, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You wanna get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! We all get high! We all get high! But that don't leave make it, right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right! Not what you done with me! I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying?
fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! That dopey cowboy's forced our hand! We gotta find the rest of the lost! Und damit herzlich willkommen, Trevor, in meinem Projekt. Ich meine, gut, im Prolog war er ja auch da, aber er bringt einfach mal Johnny um. Aus GTA 4 The Lost and Damned. Das ist mein Einstieg. Dass da eigentlich seine Freundin quasi, mit der er mal zusammen war früher, mit der er immer so viel Ärger hatte. Die sieht auf jeden Fall anders aus, wenn sie das ist. Okay, sie hat genug getrauert. Dann mal nicht zu weg, denkt sie sich so. Ich muss los, denkt sie sich so. Hä, wo willst du hin? Ja, okay. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal? Dann wollen wir mal. Ich glaube, wir fahren jetzt rüber, oder? Ich glaube, wir fahren jetzt rüber. Naja, wir fahren einfach mal. Oder wir gucken einfach mal, wo uns das hinführt. Wait! This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her. You called her a bitch! Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. The bikers are meant to be over by the farm on the right. Ah, stimmt ja, aber wir mischen die Biker auf, so war das, glaube ich, oder? Schönen guten Tag. Whoa. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? No, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Me too, mir die Jungs jetzt leid. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Ich muss echt sagen, jetzt tun sie mir doch ein bisschen leid, weil damals hatte ich ja The Lost and Damned noch nicht gespielt, da habe ich mir gar nichts bei gedacht, aber jetzt, wo man die ganzen Jungs alle kennt. Hey,
schwierig. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. You need some seatbelts back here, or straps, or something. I only keep things in the back I don't mind losing. Oh. There's the other one. Okay, now we follow the van back. Sharp left! Ich habe auf die Szenerie geachtet, Mann! I can't see us taking out all the bikers' disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that... If not today, their time will soon be upon them. Damit hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Ich konnte mich, hab mich gar nicht mehr dran erinnert. Ich glaube, ich habe das damals hier gespielt, soweit, aber... Das, mit den Bikern und so. Do we know where they're going yet? I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish that. We do this now, Ron, all of us. Shouldn't these bikers be on bikes? I seen some too fat to ride. Can't get their big old gut over the handlebars. But if they're in a van, ain't they vaners? We're right on these bricks. Okay, aber langsam sollten wir doch mal da sein, oder? Where are your boys at? Oh, look, they're pulling up. You did it, Trevor. They're stopping. Dann halten sie nicht an. Hold the perimeter, fuckwits. Daddy's going to work. Please don't try and come out of here. Ledige die Biker. Trevors Fähigkeit. Yeah. Können wir mal gleich mal einsetzen, oder? There's a ach ja, stimmt ja, hier. Friendship over here. Ich sehe nur gerade keinen. Ach, hier ist irgendwo einer hier hinter. Und lieber erstmal. Hier ist er. Boom, Junge. Das erinnert mich wie an Blinde Wut von Tony Montana aus Scarface. Aus dem Scarface The World Is Yours Game. Ich weiß nicht. Ja. Das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Game. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, früher das zu spielen. Warte mal kurz, die Fähigkeit noch ein bisschen aufladen. You forget how to use your horn? Have some respect for pedestrians! Bam. That'll teach ya! Wir erledigen ja einfach alle Biker. Das ist einfach nur... Ich weiß nicht, es ist irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Weil ich die ganzen... Die Jungs finde ich eigentlich ziemlich cool. Die Lost Jungs. Das sind doch alles die Lost Jungs, oder? I wasted good smoke on you, people! This is hard for me, too! I've had to kill half the tweakers in the county! Oh! Alter! Mal in Deckung gehen. I should have smoked the meth for myself! You ain't gonna be on that hog much longer! I warned Johnny, and I'll warn you the same! Oh je. Yeah. Wie kann man nochmal hinter irgendwas gehen? Nee, du sollst dich hier hinter ducken. Ich weiß nicht, wie man sich hinter irgendwas duckt. Das ist natürlich nicht so gut. Are we? Okay, hier, da ist er. Okay. Da irgendwo ist der andere Dude. Jetzt ist er down. Die passt schon. Aber da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Understand you. Na? Pain, friends! I'm here to offer a way out! Noch mehr. Hier sind überall Leute. Komm ich nicht so weit, oder was? Hier hinter ist auch einer. Ha, nein, hinter, schnell. Now, who have I left out? Lost! Johnny K's dead, come on!
Ja, so einfach so beiläufig. Einfach weil es ihm so gepasst hat. Ich kill die jetzt trotzdem alle. Jetzt sind wir da sowieso. Wie würde Trevor wirklich reagieren, wenn er nicht von mir gesteuert werden würde? Ich glaube, der würde die alle erledigen. Und genau deswegen werden wir es jetzt auch tun. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Na, lassen wir die Lost Jungs noch. Lassen wir ein paar noch leben. Vielleicht können sie sich ja irgendwann wieder aufbauen. Aber das ist schon heftig, wie einfach. Wie einfach so ein Hauptcharakter. Mehr oder weniger Hauptcharakter. Erledigt. Das ist schon heftig. Wade? What are you still doing here? You said. I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? Oh, yeah, pick me up some sticky bombs. Geht die zu dem Wohnwagen am Fluss? Okay. Dann machen wir das nochmal eben und dann reicht das aber, glaube ich, auch wieder für heute. He has Tekkas? That makes me nervous. Ah, don't be nervous, nervous Ron. He'll be fine with the takeover. Takeover? Trevor, we don't need to. Now the bikers are gone. It's just us, the Aztecas, and the O'Neills. The market's big enough. This Chinese contact's gonna buy crystal fast as we can cook it. You just gotta meet him at the inn and... Yeah. Fine, okay. We're nearly there. Juhu, komm mit mir auf das Karussell. Juhu. Was ein wilder Ritt. Trevor! Shit! No! Just let's go! Ist das 3D, aber irgendwie auch nicht. Ah, wobei doch, eigentlich schon. Was hast du denn da für Poster? Kommt man da auch nicht rein, oder? Nee, da kommt man nicht rein. Schade eigentlich. Aber dass er da so eine Mädels da an der Wand hat, ich meine... Das sieht man ja gar nicht, wenn man ihn hier direkt so reinschiebt. I'm this fucking close. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. Trevor! You have been told. They're gonna greenlight you after this. Think about it. The Aztecas is an international enterprise. So sicher. I don't like the way he's looking at me. I always let you operate. I didn't have to. I think he gets it. We... Oh! Ow! That feels better! You sure mean business, Dee. Hat er mich jetzt getötet oder nicht? Ich habe ihn nur getreten. Also, er kann doch jetzt nicht tot sein, oder? Der ist nicht tot, oder? Was könnte mich jetzt... Now, right? Könnte mich erzählen, dass er jetzt tot ist? Ich habe doch einfach nur mal kurz... Leicht gesparkt. I don't know what these naysayers are talking about. Look at me. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today.
It was time to put my affairs in order. You going somewhere? Soon as I find that specter on the TV, Michael Townley. He's your buddy you said got shot, right? You guys used to run together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. You're catching on fast. Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking, and he's talking. He's sticking up joints, so I guess, yeah, that makes him alive, don't it? And how you know it's him? It's his M.O., and it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. What if someone wants you to think he's alive? I was fooled when I thought he was dead. I ain't fooled now. Michael Townley lives and breathes. He's in Los Santos, and he's got some explaining to do. They could be trying to draw you out into the open. That's a conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going just as TP Industries is finding its feet. I'll do what I can to put the business on its path before I depart. The company needs you, boss. You'll do fine in my absence. I don't know what this Michael Townley's got that you can't find in the Alamo Sea. What he's got is answers. Genau. Okay, dann wird es ja nicht mehr lange dauern. Aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Glaube ich. Naja. Wir sind auf jeden Fall da. Get out of the car, Ron! Any time to think. Run! Das ist Trevors Unterschlupf. Du kannst Fahrzeuge speichern, indem du in der... Ja. Ja, kennt man ja. Ja, okay. Das ist gut, dass mir das nochmal erklärt wird. Ich hab's nämlich vergessen. Deswegen ist das gut. Jetzt weiß ich's ja wieder. Danke, danke, Rockstar. Geh im Wohnwagen herum, um herauszufinden, was du hier alles tun kannst. Ich glaube, das ist eher eine Sache für die nächste Folge. Aber wir haben bestanden. Das ist doch schon mal schön. Ja, 70% ist okay. War natürlich wieder nicht so schnell und ich hätte mehr Kopfschüsse verteilen können. Und ich hätte keine Überlebenden. Ja, auch machen können. Ich hätte sie alle umbringen können, aber naja, die sind jetzt halt entkommen. Ja, gut. Tattoo-Studios sind nun verfügbar bei dem Tattoo-Symbol. Hol dir dort ein paar neue... Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Okay. Das hört sich doch interessant an. Und ja, hierbei würde ich es dann jetzt auch erstmal belassen. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Okay, hier drin kann man nicht schlagen. Naja, dann tschüss. Oh, Geländerennen sind jetzt verfügbar. Interessant. Okay, Straßenrennen sind abgeschlossen. Jetzt kommen die Geländerennen. Aber naja, das ist Zukunftsmusik. Ja, wie gesagt, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.